Yo, servus Leute und willkommen zu einem neuen Review. Dieses Mal geht es um das Propane TAI. Und wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, haben Niklas und ich die Zusammenarbeit mit Propane vor über einem Jahr beendet. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt dafür entschieden, trotzdem Review über das Bike zu bringen, einfach weil wir denken, es ist vorstellungswürdig. Also wer jetzt hier noch in die Kommentare schreibt, wir wollen hier nur Werbung machen oder sonst irgendwas. Also für die Marke wollen wir eigentlich wirklich keine Werbung machen, das ist nicht die Absicht des Videos, sondern euch einfach zu zeigen, was es noch so Tolles auf der Welt so gibt. Und genau, deswegen legen wir jetzt auch los mit dem Review. Phew. Uphill. Auf flacher Straße rollt das Propane in Kombination mit weicher Reifengummimischung recht behäbig. Fast wie bei einem Traktor bedarf es viel Krafteinsatz, um höhere Geschwindigkeiten zu fahren. Bergauf verändert sich dieser Faktor allerdings massiv. Hier spielt das TAI seine Uphill-Charakteristiken aus. Die Sitzposition ist aufrecht und lange Bergaufstrecken lassen sich mit entspannter Körperhaltung fahren. Aufgrund des steilen Sitzwinkels von effektiv 77,1 Grad bringt man viel Druck auf die Pedale. Die leichten Newman-Laufräder übertragen die Trittkraft auf den Boden und lassen das TAI leichtfüßig den Berg erklimmen. Es fühlt sich annähernd wie auf dem kleinen Trailbike-Bruder Eugene an. Der Hinterbau ist dank des zur Mitte hin ansteigenden Anti-Squat-Wert-Swip-Arm und im Großteil der Fälle blockiere ich den Hinterbau nicht. Der Dämpfer spricht sensibel an und gleicht Unebenheiten auf technischen Anstiegen präzise aus. Stufen und Wurzelteppiche lassen sich mit den 29 Zoll Laufrädern gut überrollen. Bei der RockShox Lyric Ultimate RC2 ist keine Lockfunktion vorhanden, weswegen die Gabel tief eintaucht, sobald man im Stand tritt. Das ist eigentlich auch der einzige Nachteil an diesem Setup. Auch wenn das Bike kein Leichtgewicht ist, lassen sich mehrere hundert Höhenmeter am Stück gut fahren. Details. Der klar lackierte Rahmen lässt dunkelgraues Carbongewebe mit unterschiedlichen Verwebungsmustern durchscheinen. Kohlefasermatten mit verschiedenen Auslegungen von Flexibilität, Stabilität und Gewicht wurden miteinander verbunden, um einen leichten, stabilen und flexiblen Rahmen zu bilden. Propane vermarktet diese Verarbeitungstechnik unter Blend Carbon. Ähnlich verhält es sich bei der Aluminiumversion mit Blend Alloy. Schalt- und Bremskabel verlaufen im vorderen Rahmendreieck in internen Kabelkanälen, die neben einer aufgeräumteren Optik den Vorteil bieten, dass die Leitungsverlegung unkompliziert ist. Der Bereich am geschraubten Tretlager ist mit einer abnehmbaren Kunststoffabdeckung vor Steinschlag geschützt. Zum Hinterbau trennen sich Brems- und Schaltkabel. Ein Abstandshalter soll die Außenhüllen vor Reifen- und Kettenabrieb schützen. Sind die Leitungen allerdings etwas zu lang, schleifen diese durchaus. Der Kunststoff des Kettenstrebenschutzes ist eine Nummer zu hart ausgefallen. Die Kette schlägt hörbar gegen die unflexible Plastikschale. Wird es ruppig, ist es laut. Um die eingepressten Akros-Kugellager vor Dreckbeschuss zu schützen, wurde eine Metall- und Gummiabdeckung vorgesetzt. Auch nach 1,5 Seasons gleiten diese noch sauber. Propane setzt beim TAI auf ein VPP, also Virtual Pivot Point Hinterbausystem. Wird der Hinterbau vom Trail in Bewegung gebracht, zwingen zwei Umlenkwippen den schwimmend gelagerten Dämpfer in die Komprimierung und das Hinterrad erhebt sich um maximal 160 mm. Das System ist mit Luft- als auch Stahldämpfern kompatibel. Die Einstellknöpfe des Dämpfers sind erreichbar, auch wenn nicht unbedingt einfach ablesbar. Ausreichend Platz für eine Trinkflasche und Werkzeug bietet hingegen das vordere Rahmendreieck. Die Geometrie des Rahmens ist ausgewogen. Der Lenkwinkel ist 64,5 Grad flach und der effektive Sitzwinkel beträgt 77,1 Grad. Die Kettenstrebe mit 445 mm sorgt für hohe Laufruhe, was allerdings auch den Fokus von der Verspieltheit nimmt. Mein TAI CF ist mit einem Fahrwerk von RockShox ausgestattet. An der Front findet sich die Lyric Ultimate RC2 und die Hinterraddämpfung übernimmt der Deluxe Ultimate RCT Stahlfederdämpfer. Der Antrieb kommt aus dem Hause SRAM mit X01 Schaltung und einer Descendant Carbon Kurbel. Die 12-Gang-Kassette bietet eine weite Bandbreite an Übersetzungen, um bergauf und bergab immer den richtigen Gang zu haben. Abgebremst wird mit einer kraftvollen und fein dosierbaren Magura MT Trail mit 220 und 200 mm Bremsscheibe. Die Sitzhöhe wird mit einer hydraulischen 160 mm Bike Yoke Revive Stütze verstellt. Diese läuft bisher geschmeidig und muss nur alle paar Monate mal entlüftet werden, was mit der Entlüftungsschraube ziemlich einfach ist. Die Tubeless Continental und Schwalbe Reifen sind auf einem Newman Evolution SLA 30 Laufradsatz aufgezogen. Seit Beginn haben die Felgen harte Einschläge und schiefe Landungen weggesteckt. Für ein angebliches Gewicht von 1780 Gramm ist dieser Laufradsatz überraschend stabil. Propane bietet einen Konfigurator mit optischen Anpassungen und auswählbaren Parts im Bestellvorgang an. Somit kann man sich sein TAI für seine Bedürfnisse auslegen. Downhill. Bergab entfaltet sich der Charakter des Propane TAI CF. Das Bike schießt förmlich über den Trail und möchte von Wurzel zu Wurzel jagen. Je schneller und härter man fährt, desto besser funktioniert das Bike.
Die Geometrie empfinde ich als ausgewogen und mit Tendenz zur Laufruhe. Verspieltheit muss man aus dem Bike kitzeln. Der Rahmen flext in der Carbonausführung etwas und schmiegt sich mit den großen Laufrädern in die Gegebenheiten des Trails. Bergab bleibt das Tayi hoch im Federweg und gibt nur selten nötigerweise Reserven her. Lediglich große Drops zwingen den Dämpfer auf Anschlag. Manchmal fühlt sich das Bike stelzig an. Wäre das Tretlager weiter abgesenkt, könnte man das Tayi noch besser in Kurven kippen. Aufgrund des progressiven Hinterbaus bringt man viel Gegendruck auf einen Absprung. In der Luft fühlt sich das Tayi ausgewogen an. Im Wald sorgt die ProTank Kinematik dafür, dass der Trail förmlich unter dem Bike verschlungen wird und hinten wieder ausgespuckt. Ein Komfortwunder ist das Tayi nicht unbedingt. Die Härte der Trail-Unebenheiten werden abgefedert anstatt verschluckt und der Fahrer erhält präzises Feedback. Das birgt auch den Nachteil, dass ohnehin langsame, stockige Streckenabschnitte betont werden. Man muss das Bike arbeiten lassen, um ein hohes Level an Performance zu spüren. Und wenn man das schafft, macht das ProPen Tayi eine Menge Spaß. Wer viel im flachen Gelände fährt, sollte ein leichtes Setup mit schnell rollenden Reifen auswählen. In unebenen Gegebenheiten entfaltet das Tayi seine Qualitäten. Das Bike funktioniert bergauf und bergab auf einem hohen Niveau extrem gut und es macht Spaß, die Kapazitäten immer weiter zu entdecken. Meine Bedürfnisse deckt das Tayi gut ab. Trotzdem finde ich, dass der Rahmen ein paar Detailüberarbeitungen gut vertragen könnte. Man merkt auf jeden Fall, dass irgendwo im Tayi ein kleiner Downhiller schlummert. Also das Bike hat echt Bock gefahren zu werden, auch richtig bergab gefahren zu werden. Und der einzige Nachteil, für mich zumindest, ist, dass das Bike sich eben manchmal ein bisschen groß, ein bisschen stelzig anfühlt. Und dadurch kann ich damit nicht so umgehen, wie ich damit gerne umgehen würde. Also es ist einfach manchmal wie so ein Messer, was nicht richtig in der Hand liegt. Aber ansonsten funktioniert das Bike echt top. Eine Frage hätte ich allerdings noch an dich. Wenn du jetzt eine Review oder einen Test zu einem bestimmten Artikel suchst, schaust, liest oder sonst irgendwas, was muss für dich enthalten sein, damit es einfach so ein rundes Ding wird? Das würde mich mal extrem interessieren. Schreib das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und stay in touch.